Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Sandro, und heute begrüße ich euch zu einem zu meinen 10 Pickups der Woche. Ich zeig euch mal wieder, was ich Geiles im Internet gefunden habe. Seid gespannt. Wow. Sorry, ich bin da. Ich bin fresh. Das war gut, Costa, ja? Das war gut. Ja, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr seht, bei uns im Büro ist einiges los. Die Jungs sind immer für den Spaß zu haben. Und ja, ich habe mal wieder 10 Pieces der Woche rausgesucht. Aber okay. aber diese Woche ein bisschen anders, denn als Feedback habe ich bekommen, dass ihr die Sachen teilweise viel zu teuer findet. Ich bin bis zuletzt auch nicht nach dem Preis gegangen. Allerdings in diesem Video bin ich sehr stark auf den Preis. Bis maximal, also das teuerste Piece ist 160 Euro und es handelt sich lediglich um Winterjacken, die ich auf Zalando gefunden habe. Ich habe das auf diese Plattform minimiert, auf Zalando erstens, weil man da eigentlich alles kriegt und die Auswahl einfach riesig ist und dementsprechend ich nicht in hunderten Seiten gucken muss, und ich finde eigentlich die Sachen, die ich gefunden habe, ziemlich gut. Lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen jetzt einfach mal an, los geht's. So, Freunde, ich habe 10 Jacken rausgesucht, und zwar alles mögliche querbeet. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, im Vorhinein, die gehen bis maximal 160 Euro. Alle Links findet ihr unten in der Infobox. Keins der Pieces ist ein Affiliate-Piece. Ich kriege nichts vom Kuchen ab. Das sind nur Empfehlungen. Und dementsprechend fangen wir an mit der ersten Jacke. Und zwar die erste Jacke, die ich gefunden habe, ist so eine sogenannte Flannel Overjacket. Hier von Jack & Jones, eine Marke, die ich eigentlich gar nicht auf dem Schirm habe, aber nachdem ich den Shop durchgeschaut habe, sind mir mehrere Jacken aufgefallen von Jack & Jones, die dieses Jahr ziemlich cool aussehen, diesen Winter ziemlich cool aussehen, und diese Jacke, muss ich zugestehen, gefällt mir optisch sehr, sehr gut, sehr cooles Flanell, sieht super dick aus und von der Passform allem auf jeden Fall sehr nice. Was natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, der riesige Kragen, und an der Seite hatte ich gesehen, dass prinzipiell auch so ein Ausschnitt dabei ist, also diese, wie sagt man, wie so ein leichter Bogen mit drin. Ich fände es besser, wenn das gerade gewesen wäre, aber ich sag mal, das sind minimale Sachen, die mir nicht gefallen. Allgemein sieht die Jacke sehr, sehr gut aus und sehr hochwertig, dementsprechend auf jeden Fall eine Empfehlung für 99 Euro, auch voll vertretbar. Hier bei Zalando leider nur noch in wenigen Stückzahlen da, aber ich sag mal, einmal noch im L, und die anderen Größen S bis XL sind auf jeden Fall noch da. Da solltet ihr auf jeden Fall auch schnell sein. Sieht sehr cool aus und sieht eigentlich ähnlich aus wie meine Jacke, die ich von Off-White habe. Deswegen auf jeden Fall eine coole Empfehlung, und ja, Jacke Nummer 1. Machen wir weiter mit Jacke Nummer 2. Und bei der Jacke Nummer 2 gibt es direkt zwei Varianten, die mir beide sehr gut gefallen. Die sind von Mango. Mango ist nicht bei jedem Mann auf dem Schirm, aber Mango hat für Männersachen extrem coole Sachen. Erst recht in diesem Casual-Bereich, relativ schlichte Sachen, nicht zu bunt, nicht zu, eigentlich zeitlose Pieces. Deswegen finde ich Mango immer ganz nice. Ich gucke da immer regelmäßig rein. Und die zweite Variante, diese schwarz-beige Variante, die Jacke habe ich mir sogar gekauft. Für 69 Euro finde ich auf jeden Fall ein cooles Piece. In Cord beide Varianten, und ja, könnt ihr euch ja mal anschauen. Aber ich finde für 69 Euro, also 70 Euro, so eine Jacke voll vertretbar. Und die Jacke habe ich ja jetzt quasi zu Hause liegen, und die ist auch mega warm. Dementsprechend auch eine kleine Empfehlung nochmal am Rande. Achtet bei den Sachen immer auf die Passform, also geht auf die Rubrik Passform und guckt, was das Model trägt. Ich empfehle dann immer, mich danach quasi zu richten. Und dann guckt ihr einfach, wie groß derjenige ist, ob der jetzt mega breit oder mega schmal aussieht. Generell sind solche Models immer relativ schmal. Dementsprechend sind die nur groß, und ja, guckt einfach danach und richtet euch. Brecht das ein bisschen runter auf eure Größe. Auf jeden Fall eine coole Empfehlung, und sowohl als in schwarz-beige als auch in braun-weiß. Eine sehr coole Jacke und eine kleine Empfehlung, so ein kleiner Geheimtipp. Machen wir weiter mit der dritten Jacke, und auch diese ist von Mango. Das ist ein sehr, sehr cooler Trenchcoat, auch in Cord. Ich finde, der sieht extrem hochwertig aus. Ich muss dazu sagen, die Model, die haben das auch super kombiniert mit diesen beige und cremeweiß, aber mir gefällt der extrem gut. Es gab eine ähnliche Mantel letztes Jahr von Saint Laurent, keine Ahnung, wie teuer der war auf jeden Fall verdammt teuer, ich glaube so um die 2000 Euro, und wenn ihr überlegt, dass ihr den Mantel jetzt hier für 160 Euro, was auch das teuerste Piece ist in der Auswahl, kriegen würdet, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Mantel, also ein sehr, sehr starker Trenchcoat, und gefällt mir extrem gut. Muss ich mir überlegen, ob ich mir den noch zulege, aber
Ja, da wird meine bessere Hälfte mir mittlerweile was anderes sagen, weil wir werden ja Eltern und dementsprechend muss man gucken, dass man das Geld spart. Machen wir weiter mit der vierten Jacke. Und bei der vierten Jacke finde ich, ist das eine relativ coole, ja, fast schon in die Streetstar-Richtung von einer Marke, die ich noch nie gehört habe. Brave Soul, auch in Cord. Ich muss sagen, Cord ist für diesen Winter auf jeden Fall ein Material, was ihr euch anschauen solltet. Ich finde es sehr, sehr cool, hält auch warm, ist auch relativ winddicht und ja, ich finde es sieht auch immer hochwertig aus. Hat so ein bisschen was von Wildlederoptik halt in Stoff und gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und ja, hier in so einer dunkelblauen, fast schwarzen Variante, wie so eine Art, ja, wie so eine Art Daunenjacke, aber ich finde die sehr, sehr cool aus und ja, könnt ihr euch auf jeden Fall mal abchecken. Für 54, fast 55 Euro, meiner Meinung nach ein cooler Schnapper und dementsprechend solltet ihr bei solchen Pieces immer relativ schnell sein. Ist allerdings in allen Größen verfügbar, aber ich glaube, die Sachen sind alle noch nicht lange auf Zalando und dementsprechend, ja, guckt das auf jeden Fall mal nach. Machen wir weiter mit der nächsten Jacke und zwar die nächste Jacke ist so eine, wie so eine Teddyjacke, also sieht aus wie so ein Teddybär sieht man damit aus, in so einer braunen Variante, sieht eigentlich aus vom Schnitt her wie so eine Jeansjacke. Ist von Jack & Jones, kostet 70 Euro und ja, ich finde sie eigentlich ganz nice, mal was anderes. Diese Teddyjacken waren letzten Winter relativ stark angesagt. Ich meine, der Costa hatte eine von Zalando, ich bin nicht sicher, ob der Sergio auch, aber mehrere hatten welche. Ich hatte zum Beispiel keine, aber die sehen bei anderen Leuten ganz cool aus. Ich fand es jetzt für mich nicht so ganz passend, aber ja. Machen wir weiter mit der nächsten Jacke und da gehen wir ein bisschen mehr in die Herren-Style angelehnte Richtung. Und zwar auch wieder von Mango. Ein blauer Mantel, so ein Overcoat, finde ich sehr, sehr cool. Ein dunkelblau, hier auch kombiniert mit zum Anzug. Ja, gefällt mir extrem gut, sieht auch echt hochwertig aus. Sieht allerdings nicht so dick aus. Dementsprechend denke ich mal, für die ganz kalten Wintertage wird das nicht sein. Aber für diese Zwischentage oder jetzt Ende des Herbst oder Anfang des Frühlings wird er auf jeden Fall ideal sein. Also sieht sehr schön aus vom Farbmuster. Hat allerdings einen leichten Stehkragen, hat jetzt keinen umgelappten Kragen. Also ist auch ein bisschen was anderes. Ich finde es auf jeden Fall cool und die Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, sieht von den Nähten, alles Mögliche, was man so sieht, echt hochwertig aus. Dementsprechend auch so eine kleine Empfehlung, dass ihr da nach solchen Sachen immer drauf achtet. Aber sieht cool aus und könntet ihr auf jeden Fall mal abchecken für 130 Euro. Auf jeden Fall meiner Meinung nach voll vertretbar für einen Mantel. Machen wir weiter und zwar mit einer Daunenjacke und zwar von Champion. Die finde ich eigentlich ganz nice, sieht cool geschnitten aus, nicht zu lang. Für 150 Euro auch vertretbar, aber allerdings in der weißen Variante ist sie glaube ich sogar reduziert auf 89 Euro, also auf 90 Euro. Mir gefällt persönlich die schwarze besser, aber finde ich eigentlich ganz cool. Champion ist sowieso eine coole Marke, die immer ganz nice Kollabos machen und ich finde das sieht eigentlich immer ganz lässig aus. Dementsprechend von der Passform her, auch hier trägt das Model Größe M. Größentechnisch ist das meiste schon weg, allerdings könnt ihr da dann nochmal die Google-Suchmaschine anschmeißen und einfach gucken, ob ihr sowas irgendwo anders im Internet herbekommt. Das mache ich dann immer, wenn ich das in solchen Online-Shops nicht mehr finde. Aber ich finde sie sehr, sehr cool und mit der Kapuze auf jeden Fall eine coole Variante für den Wind, auch für die kälteren Wintertage auf jeden Fall. Machen wir weiter mit der nächsten Jacke und da habe ich wieder einen Mantel gefunden, so einen mehr lockeren Mantel, mehr so in die Street-Style-Richtung, wie man das auch bei dem Model sieht, wie es kombiniert ist. Den Mantel gibt es in drei verschiedenen Farben, in so einem braunen Camel-Ton, dann in einem Schwarzton und in einem Grauton. Mir gefällt der braune Ton am besten. Auf jeden Fall, mir gefällt der Mantel sehr gut, für 70 Euro auch voll vertretbar und größentechnisch ist es auch noch fast alles da. Wenn ihr eure persönlichen Sachen eingibt, schlägt Zalando zum Beispiel euch auch immer eine passende Größe vor. Aber bei mir wäre es jetzt Größe M und der soll auch ein bisschen lockerer geschnitten wirken. Auch der ist nicht ganz so dick. Müsst ihr darauf achten, dass ihr solche Pieces dann wirklich in den kältesten Wintertagen anhabt. Aber ja, gefällt mir extrem gut und könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Kommen wir schon zum vorletzten Jacke und auch da hat man wieder drei Farbvarianten und zwar ist die von Belfield. Kenne ich persönlich auch nicht die Jacke, die Marke, allerdings gefällt mir die von der Optik und von, ja, wie die aussieht, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ist auch hier wieder aus Kunstfell mit diesem Kunstfellkragen und die ist auf jeden Fall für ein paar kältere Tage. Die gibt es in drei verschiedenen Farben, in Schwarz, Blau und Rot. Ich habe jetzt die blaue Variante offen, da kann man persönlich immer selber entscheiden, was man am besten findet. Ich würde, glaube ich, eher Richtung Schwarz oder halt Blau gehen. Gefällt mir extrem gut, sieht auch sehr warm aus, dementsprechend
auch meiner Meinung nach eine coole Empfehlung für die kälteren Wintertage. Von der Passform her solltet ihr das nicht allzu oversized nehmen. Dementsprechend sollte das schon passen, weil ansonsten habt ihr Luft dazwischen und dann friert ihr trotzdem, obwohl die Jacke sehr dick ist. Und ja, finde ich eigentlich nice. Für 120 Euro meiner Meinung nach kann man da nicht viel falsch machen. Und ja, testet das mal. Bestellt euch das ein oder andere, wenn ihr Bock drauf habt. Und guckt einfach mal, ob das was für euch ist. Und wenn nicht, schickt das halt einfach zurück. Dementsprechend, so mache ich das auch und ich denke viele andere auch und ja, auf jeden Fall eine coole Jacke. Erinnert mich so ein bisschen an eine Winterjacke, die ich schon habe, aber ja, gefällt mir echt gut. Kommen wir zur letzten Jacke und bei der letzten Jacke habe ich nochmal so ein klassisches Piece rausgesucht und zwar so einen richtigen Herrenmantel, einen Doppelreihermantel. Hier jetzt von Topman. Bei Topman müssen wir darauf achten, die Sachen sehen wirklich gut aus, sind qualitativ nicht immer das Beste. Also auch da müsst ihr teilweise bestellen und es vor Ort nur mal gucken, euch anschauen, ob es euch wirklich gefällt. Gibt es in drei Varianten, gibt es in der dunkelblauen Variante, in so einer burgundi-roten Variante und in der beigen Variante. Mir würde jetzt von den drei Farben am besten die blaue Variante gefallen, deswegen habe ich ihn auch aufgemacht. Die haben den jetzt hier auch zum Beispiel mehr in so einem Street-Style kombiniert. Mir persönlich würde das aber der Mantel ein bisschen besser zum mehr so klassischen Pieces haben. Höchstens mal eine Jeans oder eine Chino, dann so ein paar Boots oder ein paar schickere Schuhe. Muss nicht gleich mit Sakko etc. sein, aber schon so ein bisschen mehr in die schicke Richtung. Vielleicht so ein Rollkragenpullover für den Winter. Und dementsprechend ja. Auch hier könnt ihr über die Zusammensetzung mal gucken. Meiner Meinung nach, früher hat man gesagt, ja, nee, ist keine Wolle, dann kann das nichts. Also danach kann man heutzutage gar nicht mehr gehen. Die ganzen Materialien heutzutage sind echt gut geworden, egal ob es Polyester, Acryl oder sonstiges ist. Wenn ihr die Sachen in der Hand habt und es fühlt sich gut an und ihr fühlt euch damit wohl, dann ist das auch in Ordnung. Und da muss man nicht mal nur nach diesem, ja, da muss Wolle drin sein gehen, weil teilweise diese reine Wolle kratzt auch extrem. Deswegen bin ich da persönlich nicht immer so der Fan von. Von der Passform her solltet ihr gucken, hier trägt das Gruppenmodel so Größe L. Allerdings hat er den auf den Fotos auch so ein bisschen oversized an. Ich würde mir den wahrscheinlich auch für M, in M bestellen. Wie ihr seht, der ist auch ein bisschen runtergesetzt. 10% kann man da sparen. Und ja, dementsprechend soll es das auch jetzt gewesen sein. Ich hoffe, euch haben diese 10 Winterjacken bis 160 Euro gefallen, diese Aktion. Wenn ihr Bock habt über andere Geschichten, was weiß ich, Accessoires oder Schuhe oder Pullover oder sonstige Sachen mal gerne sowas sehen wollt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich finde die Sachen eigentlich ganz cool und wie ich euch erzählt habe, teilweise habe ich die Jacken auch schon oder habe mir davon mal eine gekauft und ja, für 160 Euro finde ich das auch voll vertretbar. Ich verstehe das auch, dass in den meisten, wenn ich Sachen raussuche, wenn ich jetzt irgendeinen Burberry Trenchcoat oder sowas rausgesucht habe, dass es teuer ist, dementsprechend sehe ich da meinen Fehler auch ein und habe da jetzt auch Besserung versprochen und ich denke mal auch abgeliefert und ja. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Lasst mir auf jeden Fall ein Abo da, ein Like. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao.